Herzlich willkommen zur ersten Folge und vielleicht auch zur letzten Folge. Hübsche Söhne sitzen im Auto und reden über Gott und die Welt. Wir haben darüber gesprochen, warum ein Mann nur eine Badehose in seinem Leben braucht. Wir haben uns über YouTuber ausgekotzt, wir haben über Produktplatzierung geredet und eine Menge mehr. Zieht euch das rein. Viel Spaß und bis bald. So, Freunde, wir holen jetzt Norm ab zum nächsten Videodreh. Nehmen wir schon mal mit. Komm mal mit. Willkommen zum 75. Tag des Videodrehs zum Song Leuchtturm. Oh! So, meine Freunde, wir sitzen jetzt im Auto. Man kann sich seine Freundin nicht immer aussuchen. Ich muss sagen, ich trage für gewöhnlich keine Sonnenbrillen, weil ich das für so arrogant halte. Aber bei diesem wunderschönen Sommerwetter lasse ich mich doch mal zu verleiten. Wir fahren jetzt zu Phil und holen den Philipp noch ab. Sag mal, heute ist eigentlich auch so ein Tag, wo du nicht so richtig weißt, ob kurze Hose oder nicht kurze Hose. Also mal unabhängig davon, dass du ja nicht so der kurze Hose-Typ bist. Weil ich keine habe. Das ist einfach ein Problem. Na doch, ja, hab ich ja schon mal mit kurzer Hose gesehen. Ja, nein, ich hab zwei Stück. Aber mehr kurze Hosen braucht auch ein Mann nicht. Wie viele Badehosen hast du? Eine hässliche. Genau. So ist, finde ich, komplett männlich. Ein Mann hat eine hässliche Badehose. Ein Mann, eine Hose. Ein Mann. Diese Badehose besitzt er, seitdem er den Körperumfang hat, den er jetzt hat. Also in unserem Fall. Ich habe meine Badehose, meine hässliche Badehose habe ich, seitdem ich 17 Siehste? Bin, Alter. Seit Fuerte Ventura. Weil mit 17 der Körper nicht mehr verändert, großartig. Ey, das ist unfassbar, die hält immer noch. Ey, von Billabong. Siehste? Oh, mit einem, Fashion. Ja, das war, da glaube ich, gab's da schon Brands, da gab's schon Brands for Friends. Da habe ich mich damals... Ach, da hast du richtig einen auf Risiko gemacht, ja. Mit einem richtig fashion Schachbrettmuster, ey. Das Ding ist so unfassbar hässlich. Aber ich wollte ja mal so ein Surferboy werden. Bis ich gemerkt habe, dass man hier in der Umgebung nicht so surfen kann. Es gibt ja meiner Meinung nach noch eine zweite Kategorie Mensch. Vielleicht falle ich mehr in diese. Und zwar sind Menschen, die ständig alles vergessen. Und ich bin halt so jemand, der permanent ohne Badehose in Urlaub fährt. Mhm. Und deshalb eigentlich auch in jedem Land, in welche die reise, mir dort eine Badehose kaufe. Natürlich für einen Schmalen am Strand. Manche Leute sammeln Sand. Norm sammelt Badehosen. Jetzt kommt der Knüller an der ganzen Geschichte. Vergiss die dann. Trotzdem habe ich nur eine Badehose. Ist eigentlich so aufnehmen gedrückt? Ey, läuft. Läuft. Ja, also von daher ist das Thema Badehose bei mir auch so eine Sache. Und ich habe mir dann mal, kannst du dich noch erinnern, als wir in Polen auf der Hochzeit waren? Düster. Ja. Und nee, kann ich, ja. Da war ja dann auch spontan Wellness und so ein Quatsch in dem Hotel. Mhm. Und ich wieder keine Badehose bei. Mhm. Und ich gehe in Polen mit dem Auto schnell 200 Meter ins nächste Dorf gefahren und mir dort eine Badehose gekauft. Ist die auch weg? Die besitze ich tatsächlich noch, weil sich herausgestellt hat, dass es überhaupt keine Badehose ist. Und weißt du, woran man das erkennt? Weil die keinen Innenschlüpper hat. Genau. Also spätestens, wenn du ins kühle Nass springst und ein bisschen Rückenschwimmen machst und der Puller dann so unten links aus dem Hosenbein so hochflutscht, weil die war auch irgendwie ein bisschen kurz vielleicht, die Hose, merkst du, ist keine Badehose. Und dementsprechend habe ich die dann halt auch mit nach Hause genommen, weil es ja keine Badehose. Und jetzt trägst du die mal so auf den Sonntag? Im Jaten. Also vornehmlich in Situationen, wo ich mich gut bücken muss. Für deine Frau. Genau. Nee, ist ja auch wichtig, dass da Luft rankommt. Im Endeffekt schon, vor allen Dingen bei warmen Temperaturen. Ja, ist wie bei Wunden, wenn Luft rankommt, dann heilt es. Ja. Ja. Und Säcke kleben halt nicht, ne? Ja. Ist das eigentlich quasi gerade unser erster YouTube-Blog? Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir ja voll durchziehen. Ich weiß es nicht, wir werden es nachher sehen. Ja, vielleicht ist das ja alles für den Arsch, was wir hier machen. Davon ist auszugehen. Oder es interessiert einfach wirklich überhaupt keine Sau. Ja, man fängt ja immer klein an. Ich will auch mal ein YouTube-Star werden.
Meinst du? Nee, eigentlich nicht. Nachdem du die Video heute gesehen hast, die mir heute gezeigt hast. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was da passiert. Also ich muss kurz für alle Leute, die das jetzt nicht verstehen, sagen. Ich habe heute so ein Video auf YouTube gefunden, wo so eine YouTube-Stars auf der U-Messe waren. So viel U halt noch nie in einem Satz. Naja. Die auf der U-Messe waren und dort irgendwie so Autogrammstunden gegeben haben. Die ganzen Kinder haben gejubelt. Alter, und dann haben die diese, das war so eine riesige Halle, und dann haben die diese Halle aufgemacht und dann sind da auf einmal tausende und abertausende Teenager schreiend auf dem Boden trampelnd drin, reingebrüllt, reinbrüllend reingelaufen und haben richtig abgerissen, wegen irgendwelchen YouTubern. Ja, nur mal so viel dazu. Eine Video-IP drüber geschickt. Unfassbar krass. Ey. Ich war ja da. Ich verstehe das nicht. Also, die singen noch nicht oder irgendwas. Machen die jetzt irgendwas? Also, was ist denn deren kreativer... Also, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, ja, aber was ist denn deren kreativer Output? Also, ich habe... Ja, das ist doch eigentlich... Also, eigentlich... Ich finde es ja nicht so schlimm, weil die machen ja eigentlich nichts anderes, als dass die erstmal ihr Leben teilen, dann irgendwie auch noch coole Sachen machen. Wie zum Beispiel, guck mal, die ganze Schminksachen. Ist ja auch geil. Ja, ich meine, darauf kann ich natürlich ganz gerne zu sprechen kommen. Ne? Ich finde ja, also ich habe ja zum Beispiel schon so ein paar coole Filmemacher entdeckt bei YouTube. Ich bin ja da durchaus unterwegs und guck rein. So, und da sind ja tatsächlich Leute dabei, die so richtig geile Kurzfilme und so einen Scheiß machen. Finde ich cool. Aber die sind doch gar nicht keine YouTuber, oder? Doch. Die machen so YouTuber, hier zum Beispiel, wo ich dir mal erzählt habe, diese zwei Jungs, die damals auch bei dem Videodreh von Kimo dabei waren. Ja. Die da diese Parkour-Laufen gemacht haben. Mhm. So. Von denen sind jetzt auch zwei. Alter, ey. Ey, komm. Entschuldigung, ist gerade ein Fahrradfahrer vorbeifahren. Der halt nicht ganz so optimal auf dem Fahrrad ausgesehen hat. Hätte man noch sein lassen können, finde ich. Aber gut. Er ist ja wahrscheinlich auf einem guten Weg. Ja, ich sag mal, er fährt Fahrrad. Ne? Genau, er fährt halt Fahrrad schon mal. So, auf jeden Fall, die beiden Jungs, die machen halt auch so, die decken dann immer irgendwelche Filmfehler auf oder machen hier geile Filmfakten, lustige Fakten zum Thema Filme und so. Finde ich cool. Finde ich auch so ein kreativer Output, beziehungsweise ein informativer Output. Ja, oder keine Ahnung, irgendwelche Nachrichtensendungen und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen. Aber diese Schminkvideos. Ich meine, ich bin kein Mädchen und vielleicht auch nicht mehr in dem Alter, um das zu begreifen. Aber das ist doch einfach nur Produktplatzierung, oder? Da geht es doch um nichts. Also ich meine, man lernt man das nicht von seiner Mama oder von seiner Schwester oder so, wie man sich schminkt. Da guckt man auch keine YouTube-Videos. Also geht es doch nur darum, zu zeigen. Ja, aber pass mal auf, du darfst ja eins nicht vergessen. Wenn du mit 12 oder so in der Pubertät bist, ja, ja, ist ja die Mutter generell scheiße. Alles, was die Mutter sagt, ist ja kacke. Ob das jetzt nun richtig oder falsch ist, das ist ja, das ist einfach kacke. Okay. So, und wenn du da jetzt hier Bibis Beauty Palace hast, als Beispiel, ja, die erzählt dir noch das Gleiche. Aber es wird nicht von der Mama gesagt. Und von daher ist es okay, cool. Okay, das ist ein Argument. Das ist weißt du, was ich meine? Einfach ja, so gleichaltrig, irgendwie sich identifizieren können mit derjenigen Person. So. Und gegen Mama wird ja immer gekämpft. Ja, okay, das ist jetzt hochphilosophisch. Nee, gar nicht. Das ist Pubertät, Alter. Ihr kennt das doch von mir. Ich pubertiere immer noch. Die Pubertät des Mannes endet mit seinem Tod. Ja, wahrscheinlich. Und, ich glaube, so läuft die Nummer. So, und guck mal, diese Ape-Crime-Leute als Beispiel. Ja. Das sind tatsächlich, das ist für mich persönlich, ist wie so eine Boy-Group. Da hast du diesen, wie heißt er denn? Ich verwechsel das immer mit diesen, warte mal, Ape Crime und Apple War Picture oder irgendwas, das sind zwei verschiedene, genau. Genau, Ape Crime sind diese drei Jungs. Die immer irgendwelche behinderten Quiz-Sendungen machen und so, oder? Ja, die machen halt so lustige Sachen. Ich finde das null lustig. Ja, Mann, du bist aber auch einfach im falschen Alter. Ja, wie viel jünger bist du? Als ich? Nein, nicht. Pass auf. Ich finde die ja auch nicht lustig. Nein, so, dann sind wir uns einig. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die lustig finde, oder? Wie viele stehen denn jetzt hier auf einmal? Aber ich finde es interessant, was die machen. Zum Beispiel, die haben jetzt. Hab ich das gestern gesehen? Die sind jetzt umgezogen. Oder bei denen wurde auch eingebrochen und so in den Schichten. Und das ist natürlich geil, wenn die das in ihren Videoblogs verarbeiten und alles.
dann können die ganzen Abonnenten da halt voll an denen ihrer Entwicklung teilnehmen und alles. Das ist ja auch interessant. Gerade für junge Leute, die jemanden suchen, mit dem sie sich identifizieren können. Ja. Kann auch sein, dass ich jetzt völlig einen Scheiß erzähle. Nee, also ich bin ja davon überzeugt, dass der Mensch sowieso so ein krasses Gewöhnungstier ist, dass es eigentlich scheißegal ist, was du ihm vorsetzt, so er frisst es eh, du musst es nur oft genug wiederholen. Ich meine, guck mal, wir haben erfolgreiche TV-Formate bei uns in Deutschland, die heißen Frauentausch und Promi-Dinner. Und davon gibt es eine Million andere. Wie ist das mit dieser Insel? Evas Insel? Nee. Evas Insel, das könnte so ein Pornofilm sein. Evas Insel der Lust, Alter. Nee, aber jetzt mal krass beiseite. Meinst du das in den Niederlanden, wo die da nackt rumgerannt sind, oder was? Naja, auf der Insel. Aber die liegt ja auch in Deutschland. Ja, aber wie ist denn Adam und Eva? Die waren nackt, du meinst jetzt. Ja, und wo dann Stefan Raab, wo der dann so ganz langsam gelaufen ist und du dann im Schatten der Sonne so... Nee, das hab ich nicht gesehen. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist doch, im Endeffekt ist es doch so, dass du, egal was du den Leuten für einen Scheiß vorsetzt, so, die fressen das doch eh, wenn du oft genug wiederholst. So, ja, guck dir an, welche krassen Musiker immer auf Platz 1 in den Charts ist, guck dir an, welche Fernsehserien oder Fernsehsendungen krass gehypt werden und so weiter und so fort. Das setzt sich doch immer wieder überall fort, so, dass du dir manchmal als normaler Mensch denkst, was ist denn eigentlich alles für bescheuerte Scheiße. So. Aber, wo ich hinaus will, ist, die Leute, die produzieren, die machen jetzt auf mich aber keinen Eindruck, als wären die völlig bescheuert oder so. Oder als wären die irgendwie hohl. Also vielleicht bei so einer Schminktussi, die da sitzt und sagt, ja, aber du kannst ja auch nicht hohl sein. Aber doch nicht diese Jungs da. Ja, die sind doch nicht hohl. Nee, deswegen sage ich ja. Aber dann frage ich mich, worauf ich hinaus will, ist, dann frage ich mich, ob dann... Also hat man dann nicht selber so den Anspruch, was Kreatives zu machen? Oder machen die vielleicht noch irgendwas Kreatives, was sie nicht auf YouTube machen? Und machen die das nur so zum Spaß vielleicht? Das ist eine gute Frage. Dann ist es halt cool. Schreibt es doch mal unter das Video. Zum Beispiel, dieser geile Heimwerker-Typ. Hast du jetzt gesehen, was der neueste Video hochgeladen hat? Wo der die Mauer baut? Nee, wo der das neueste Video, das hat er jetzt am Wochenende hochgeladen, wo er über YouTube-Money redet. Ach, nee, hab ich nicht gesehen. Er setzt sich halt hin und sagt halt, ey, also er hat ja jetzt schon einige Sachen gebaut. Hast du den Selfie-Stick gesehen mit der Wurstpneumatik an? Der ist so geil, der Typ! Nee, hab ich ey, nicht. Alter. Ey, schick mir mal. Mann, du musst diesen Kanal abonnieren, Mann. Der Typ ich ist so killer. Ich hab so viele Kanäle ja, abonniert. Ja, Mann, aber du solltest alle löschen und nur diesen abonnieren, Alter. Der Typ, der hat eine Pneumatik-Wurst-Selfie-Stick. Gerät gebaut, Alter. Das ist so ein Ding und dann drückt der so unten auf den Knopf und dann kommt oben so eine Wurst rausgeschossen, die genau auf den Auslöser vom iPhone schießt. Und dann macht das ein Selfie. Ernsthaft? Ja, ey, es macht so keinen Sinn, Alter. Ist das geil. Oh, herrlich. Eine Wurst-Pneumatik. Das ist quasi wie der Wurstblinker von Werner, Alter. Ist das geil, ey. Das ist Premium, Mann. Nee, pass auf. Und, der hat jetzt ein Angebot bekommen irgendwie oder mehrere Angebote bekommen auf seinem Kanal von wegen von so Heimwerker, weiß ich nicht, hier Werbung machen, Produktplatzierung, er soll mal ein paar Werkzeuge vorstellen und so ein Kram. Mhm. So, und das fand ich halt sehr geil, er hat sich dann halt da hingesetzt, also so einen Stuhl ins Feld geschmissen. Die macht er dann nochmal so, wir sind mitten, macht er dann nochmal so eine Kameraeinstellung vom Feld, du siehst nichts und auf einmal fliegt so ein Stuhl von der Seite rein, Alter. Und im nächsten Schnitt sitzt er halt dann so auf diesem Stuhl drauf und raucht irgendwie gemütlich eine und erzählt dann halt so, dass er da diese Angebote bekommen hat für Werbe, Action, YouTube-Money, hast du nicht gesehen? Und er meinte halt so, ey, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Er hat jetzt auch die Werbung auf seinem Kanal generell deaktiviert, also er schaltet auch keine Werbung vor seinen Clips. Er hat keinen Bock, mit diesem YouTube-Quatsch Geld zu verdienen und sich da irgendwie zum Clown zu machen, sagt er. Und er hat halt so seinen normalen Job. Geld machen müssen. Mit dem er da halt, mit denen er halt Geld verdient und das macht er halt nur so just for fun, zum Spaß. So, und er meint, das Einzige, was er sich vorstellen könnte, ist, er braucht ja ab und zu mal ein paar Werkzeuge neu für seine Garage oder was, dass er sich das zuschicken lässt und dann für die Zuschauer quasi so einen Link bereitstellt, wo die dieses gleiche Werkzeug auch kaufen können, aber extrem rabattiert. Also viel günstiger als... Ja, aber kriegt er dann darauf Geld, wenn das, die Leute... Also so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ihm das scheißegal.
Und ihm geht es dann halt nur darum, dass er dann halt dieses Werkzeug geschenkt bekommen hat von der Werkzeugfirma und als Gegentausch dafür seinen Zuschauern die Möglichkeit bietet, dass die sich das Werkzeug für einen vergünstigten Preis kaufen können. Ich kenne sowas von einem Motorblogger. Der hat auch unten in seinen Videos immer unten drin. Motorrad. Naja, Motovlogs. Ja. Bin ich habe ganz viele abonniert, finde ich hochinteressant, weil die da teilweise sehr interessante Sachen hoch, über sehr interessante Sachen reden. Ja. Zum Beispiel, ich fahre ja selber Motorrad und der eine redet mal über Lederkombi-Reinigung oder allgemein Lederkombis oder so eine witzigen Themen wie Verständigung oder unter Motorradfahrern. Und also so tatsächlich Sachen, wo man sich mit identifizieren kann. Und was ich hinaus wollte ist, der hat unter seinen Videos teilweise halt auch Links zu Online-Shops, jetzt aber nicht so eine großen Shops wie Amazon oder so, sondern so, ich würde es jetzt mal kleine Shops nennen. Ja, kleine Shops bedeutet für mich halt kein Zalando, kein Amazon, kein bla bla bla, ne? Sondern ja, wo du einfach die Adresse erstmal irgendwo gehört haben musst. Wie auch immer, auf jeden Fall hast du da drunter halt dann immer noch so einen Rabattcode. Wenn du den halt eingibst, kriegst du irgendwie, keine Ahnung, Mehrwertsteuermäßig Rabatt oder 7% oder was weiß ich nicht. Okay. Und jetzt weiß ich allerdings nicht, ob der dafür Cash kriegt. Das wäre aber auch Latte. Ich spare ja dadurch auch wiederum mehr. Ich muss auch dazu sagen, genau, erstmal für den Konsumenten am Ende ist es egal. Und ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, Geld dafür einzunehmen oder Werbung zu schalten oder so. Ich meine, wir haben ja bei unserem Channel auch Werbung davor geschalten. Ich glaube, es kommt halt darauf an, bis zu welchem Punkt es geht. Ich meine, wir nehmen mit unseren Werbungen nicht viel ein. Das ist ein Witz. Bei den Klickzahlen. Achso. Und so, weißt du, also das ist ja auch, glaube ich, so ein Witz. So, wenn jetzt aber einer ankommt und sagt, ja, wäre voll fancy, wenn ihr mal unsere neue Nougat-Nuss-Schokolade ab und zu in die Kamera haltet, während ihr da irgendwie blöd quatscht. Wie krass das aber eigentlich ist, war, ich meine, die Unternehmen, die wissen schon ganz genau, wo sie sich die Unternehmen sind wesentlich schlauer als die ganzen TV-Sender und die komplette Fernsehen so. Ich glaube, dass die ganze, dass das sowieso noch viel krasser wird. Wir sind gerade mal am Anfang von diesem ganzen. Natürlich. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es das mal MySpace gab und dann kam Facebook. Ich kann mir aber bei YouTube nicht vorstellen, dass es da in den nächsten Jahren eine neue Plattform für gibt. Nee, weil MySpace und Facebook auch irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe sind und einfach MySpace weniger abgedeckt hat als Facebook. Man, MySpace war und ist halt auch immer noch eine Plattform für Musiker gewesen, immer. So, weißt du? Und es ist auch heute noch mit dieser Wacken 2 oder 3.0 Version, die Justin Timberlake da gebaut hat. Mann, Alter, wer hat den da verarscht? Aber wieso? Damals hast du gesagt, dass du gut bist. Ja, von der Ideologie her hat es mir wirklich auch gefallen und ich finde es unfassbar schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat, weil ich als Musiker könnte mir natürlich sehr gut vorstellen, nur auf einer Plattform zu existieren, die sich nur um Musik dreht. Ah, okay. Natürlich, Facebook ist für mich anstrengend. Ja, also anstrengend im Gegensatz zu einem MySpace, wo ich meine Songs hochladen kann. Ich muss bei Facebook meine Songs woanders hochladen und die auf Facebook posten, weißt du? Das muss ich bei MySpace nicht machen. Hm. Ja, egal, wir sind aber ein bisschen abgekommen. Auf jeden Fall finde ich es nicht verwerflich, YouTube-Money einzunehmen. YouTube-Cash. Oh. I get YouTube-Cash. Aber, im Endeffekt kommt es halt drauf an, wie. Und ich finde halt, dass diese... ich nenne die jetzt mal Schminkvideos, ja, dazu zählen aber auch die Vollspastis, die dann irgendwie bei Primark einkaufen gehen und dann irgendwie da ihre Primark-Tüten reinhalten und sagen, ah, oh, guck mal, ich habe mir dieses Oberteil für 3,99 € gekauft, ja. Und ich mich ja manchmal frage, ob die irgendwie noch klar durchblicken. Wegen Primark jetzt? Ja, naja, genau, zum Beispiel, ja, oder warum die... Aber findest du das jetzt generell kacke, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, guck mal hier, ich habe mir als Beispiel eine geile Funktionsjacke von Jack Wolfskin gekauft, weil ich fahre nächste Woche für einen Monat nach Island und ich habe mir die Jacke deswegen gekauft, weil die besten Bewertungen hat. Ist doch eigentlich nicht schlecht. Also ich sag mal so, kritisch nachfragen. Ich sag mal so, wenn ist doch eigentlich ein Mehrwert. Wenn du jetzt einen YouTube-Channel machst über Motorblogging, ja, Motorblogging. Motorrad? Ja, nennt es Motorrad. Videoblogs, ja, so. Und auf einmal werden irgendwelche, fängst halt an, dort ganz normal diese Werbung vor den Clips zu schalten, ja, siehst, ah, alles klar, ein bisschen Kohle fällt da ab, aber nicht viel. Und auf einmal kommen irgendwelche Hersteller um die Ecke und sagen,
Ja, Alter, wenn du mal, du hattest mir doch mal auch erzählt, dass irgendeiner sogar ein Motorrad geschickt bekommen hat oder bekommen hat von irgendeiner Motorradmarke. Ne? Mhm. So. Ist ja krass. Jetzt würde ich als Motorradblogger halt sagen, okay, geil, wenn die Karre, war die Karre cool? War das eine coole Motorrad? Ja. Du musst dazu sagen, dass ich mich damit halt überhaupt nicht auskenne. Ja, es ist jetzt, also. Aber der Typ, der hatte schon Grund, sich zu freuen. Der hat jetzt nicht irgendwie, weil ich gehe mal davon aus, dann wird er die Karre danach halt auch gezeigt haben. Es ging ja auch sicherlich darum, wenn er ein Motorrad geschenkt bekommt von einer Motorrad. Er muss es wieder abgeben. Also okay. Er kriegt es nicht komplett, sondern es ging eigentlich nur darum, derjenige welche ist halt, der macht schon 1,5, 2 Jahre oder so, ne? Motorbloggings. Und der hat halt relativ klein angefangen und ist jetzt im YouTube-Bereich, so wie ich, weil ich das weiß, im deutschen Raum, so ziemlich bekannt. Den kennt man. Der macht auch wirklich coole Videos, muss ich auch wirklich sagen. Also der macht wirklich coolen Content und der hat halt von der Motorradfirma halt dieses Motorrad zugeschickt bekommen, dass der das für 3 oder 4 Wochen Probe fährt und halt mal seine Meinung dazu ablässt. Ach so, okay. Weil, finde ich auch wiederum nicht verkehrt, weil der, muss man wirklich sagen, ist da auch sehr neutral rangegangen. Ne? Hat auch teilweise auch mal gesagt, wenn was nicht gut war oder so. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der den Finger am Arsch hatte von dieser Firma. Ja. Ja? Und dann musste der wieder 3 oder 4 Wochen wieder abgeben, die Maschine. Weil die ja auch neu rausgekommen ist. Und die halt genau, dieses Motorrad aber halt auch genau auf diese Zielgruppe abzielt. Die halt auch YouTube-Sachen gucken. So junge Leute. Naja, und dann, ja? dann finde ich es ja im Endeffekt, wenn ich jetzt ein passionierter Motorradfahrer bin und ich mache so einen Motorradfahrblog, ja, dann ist es doch eigentlich auch eine geile Sache und für mich vielleicht als Blogger auch sogar ein geiles Gefühl zu sagen, Alter, die sind jetzt hier von dieser Motorradfirma auf mich aufmerksam geworden und wollen, dass ich deren Produkt oder deren Motorrad teste, ja, und dann ist ja auch deine Meinung relevant. Ja. So. Wenn du jetzt aber Motorradblogger bist und eine Schokoladenfirma oder eine Süßigkeitenfirma kommt zu dir und sagt, frisst doch mal die Chips während deines Videos. Ja, das ist scheiße. Das ist ja auch Blödsinn. Da presst du ja ein Produkt in ich nenne es jetzt mal Markt rein, ja, wo es gar nicht hingehört. Das ist jetzt stark dramatisiert, aber auch diese Schminktanten, Alter, ganz ehrlich, es gibt Haarspray, ja? Von 1 Million verschiedenen Sorten. In meinen Augen ist Haarspray Haarspray. Wahrscheinlich wird Udo Walz noch ein Haarspray in seinem Laden haben, was 40 Euro kostet und nochmal anders ist. Aber ob die Scheiße sonst nun irgendwie von Taffes oder Schwarzkopf oder das alles Gleiche ist, ist doch nachher Suppe. Und so eine Scheiße präsentieren die ja da teilweise auch. Es ist ja also nichts Spektakuläres. Es ist halt nichts, was irgendjemand irgendwie so ein bisschen weiterhilft oder voranbringt, sondern da ist es halt einfach nur wirklich massive Produktplatzierung. In meinen Augen. So. Vielleicht sehe ich das auch falsch, oder klärt mich auf, aber das ist für mich nichts Sinnvolles. Im Gegensatz dazu, dass ich zum Beispiel seit 2, 3 Wochen darauf warte, dass mal bei YouTube jemand eine Review macht zu so einem Fitnessarmband, was mich gerade interessiert. Okay. Das ist zum Beispiel so eine Sache, so, das hat irgendwie noch keiner gemacht. Keine Ahnung, ob dann die Firma, die dieses Band herstellt, nicht in der Lage ist, da mal so ein paar Dinger von zu verschicken oder so. Aber auf jeden Fall gibt es davon noch kein Video. Ach nicht? Nee, nicht von diesem Fitnessband. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Alter. Eins habe ich gefunden, ein Video habe ich gefunden, was aber nicht so cool war. Und auch nicht auf Deutsch irgendwie. Und weil bei dieser Apple Watch, Apple Uhr dort, so, da hat es ja nicht lange gedauert. Apple ist aber auch so schlau und die schicken ja auch ein paar Wochen vorher diese Uhren raus. An die Leute. An Presse und Blogger und so ein Scheiß. Also wie dem auch sei, ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich möchte auch nur darüber urteilen. Ich möchte auch da keine, du kannst ja da gerne eine objektive Meinung zu abgeben. Ich finde es einfach nur behindert. Also ja, ich sag nur später. Die sollen doch mal aufhören, da den Kindern so eine Scheiße zu verkaufen den ganzen Tag, weißt du? Aber das ist halt so. Na jein, also einerseits ja, du hast recht, das Produktplatzierungs-Dings da. Ne? Das ist schon krass Kommerz, so. Da ziehst du den Kiddies schon ganz schön hart ihr Taschengeld aus der Tasche. Ne? Aber andersrum, dass die Schminkmausis, ja, was die da machen, ist doch nicht verkehrt. Warum denn nicht den kleinen Mädels Schminken beibringen? Oder den Leuten zeigen, wie man einen Wurst-Selfie-Stick baut?
Ja? Aber der ist halt cool. Nein, weil ich damit, wisst ihr, was ich damit meine? So, generell den Content, den sie da produzieren, finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja? Oder auch der Typ, wie heißt denn der, der immer über tagesaktuelle Themen spricht? Was du mir mal erzählt hast. Der neulich die Merkel interviewt hat. Ach hier, Le Floyd. Genau, der. Ja, na, der hat ja verschissen mit dem Merkel-Interview bei mir. Ja, aber komm. Du kannst ja nicht auch. Ja, das ist aber auch eine harte Nummer. Ist es auch? Und ich hätte es auch nicht gemacht. Ich kannst auch du nicht, den kannst du ja nicht einen YouTuber sich mit einer Merkel zusammensetzen lassen, Alter. Das geht nicht. Das geht schon und ich finde die Idee auch. Ja, beide total, komplett überfordert. Ich finde die Idee auch total geil. Ich finde es halt aber einfach nur schade, wenn man halt versucht. Also, ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren. Hut ab davor, das zu machen. Ich wäre wesentlich nervöser gewesen als er. Und Respekt und so weiter. Aber wenn man halt diese jungen Medien mit einbindet, dann bitte halt auch auf diesem jugendlichen Level. Und das war's ja, für siehste, mich. Ich wollte noch was hinaus, warum ich das gesagt habe. Ist ja, dass, guck mal, die Kids kommen heute eh schon nicht mit den ganzen Themen in Berührung. Politik, Pipapo, was passiert in der Welt. Ja? Aber dadurch, dass die diese ganzen YouTuber so unfassbar krass die Massen anziehen, finde ich das wiederum cool, weil durch dieses LeFloid-Interview kommen die mit Politik in Verbindung, so die Schminkvideos, das bringt halt die Mädchen bei, wie sie sich schminken sollen, das ist nichts Verkehrtes, das ist halt so, das finde ich in Ordnung, besser als wenn sie draußen irgendeinen Scheiß machen, so, kommt halt auf den Content an, wenn jetzt natürlich, ey, ja gut, Alter, was meinst du denn, was eine Firma macht, wenn die da einen Markt sieht, dann springen die da rein, klar, aber das ist natürlich krass. Das ist ja jetzt auch rein objektiv, und damit hast du absolut recht. Ich, das ist jetzt das Gespräch beendet. Damit ist das Gespräch fast beendet. Fast, ja, wir müssen jetzt schon fast parken. Ja, ja. Aber guck mal, wir sind 10 Minuten vor der Zeit, das ist doch einmal frei. Ich finde. Stimmt. Drei Viertel hat er gesagt. Drei Viertel, für die nicht verstehen, ist Viertel vor. 15, genau. 15 vor. Ich finde, trotz alledem war das halt sehr soft, es war sehr oberflächlich, es wurden in meinen Augen keine Fragen gestellt, die mir persönlich irgendwas Neues berichtet haben. Und das kann man aber nicht diesem Typen da vorwerfen, im Gegenteil, Kiko. Mit Parkplatz, einfach schwer. Da kann man nicht diesem Le Floyd vorwerfen, kann man vielleicht auch nicht der Merkel vorwerfen, sondern einfach nur... ich weiß nicht, vielleicht, ich kann dir nicht erklären, mir war das halt einfach ein bisschen zu langweilig, ohne dass ich da jetzt irgendjemand Scheiße zufinde oder nicht. Nein, ich glaube einfach, das ist einfach zu krass noch, das ist noch eine Stimme. Dafür gibt es ja ausgebildete Journalisten, die auch wissen, was sie für Fragen stellen müssen. Vielleicht, aber ich finde es nach wie vor, finde ich es gut. Ich fand es auch gut, also dass das auch gemacht wurde und dass das in diesen jungen Medien so eingeschneit wurde und alle einspeist wurde, alle top. Ich finde das einmal frei. So, wir sind da. Dann werden wir erstmal warten, bis der junge Herr Phil runterkommt und dann sehen wir uns später. Macht's gut. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann ich auch nichts dafür. Der nächste Teil kommt irgendwann die Tage online. Dann machen wir die nächste halbe Stunde im Auto. Es geht weiter. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Peace.